So, da sind wir wieder zurück mit einem ganz anderen Video, nämlich es geht um Fortnite und Battlebreakers. Nämlich folgendes: Ihr wisst ja alle, dass man ab Level 20 diesen einen Skin bekommt für Fortnite, den ihr im Titelbild seht. Der wird aber, glaube ich, nicht der einzigste sein, den man bekommt, denn Epic hat schon wieder E-Mails rausgehauen, dass wir in Anführungszeichen ein bisschen Werbung fürs Spiel machen sollen und euch das Spiel quasi schmackhaft machen sollen. Hat für mich irgendwie so ein bisschen die Andeutung, dass da eventuell noch mehr kommt. Ich meine, ich habe ja schon mal ein Video rausgehauen, wo wir gerade selber damit angefangen haben, von mit Battle Packers an sich. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das angucken, weil das ist wirklich der Anfang, Tutorial und und. Dann des Weiteren, wichtig wäre halt wirklich, wenn ihr meinen Creator Code eintragt, weil auch in dem Spiel funktioniert der Creator Code. Und ich bekomme dann noch so einen gewissen Bonus, worüber ich aber nicht reden darf. Aber natürlich unterstützt ihr mich dann auch damit. Dann will ich euch nur mal gerade so an sich so grob zeigen, auf was müsst ihr achten. Weil ich spiele das Spiel dann doch schon ein bisschen öfters inzwischen. Gut, ich bin zwar jetzt ja erst Level 22, aber ich werde auch gleich sagen, warum ich erst Level 22 bin. Weil ich nämlich eigentlich einen großen Fehler gemacht habe. Als allererstes empfehle ich schon mal immer, guckt euch eure Gebäude an. Weil hier kann man jede Menge machen. Hier kann man zum Beispiel die Sterne, die man zwischendurch einsammelt, weil man Bosse legt, eintauschen in die Währung. Dann gibt es immer kostenlose Gegenstände, hier zum Beispiel XP. So, hier der Kram kostet alles, aber ich wollte eigentlich, ich bin immer einer, ich warte immer. Ihr seht ja auch an der Diamantenzahl, ich gebe eigentlich nie was aus. So, jetzt gehen wir nochmal zur Karte. Das Gebäude nämlich auch. Gucken, was ich da bekomme. Da gibt es wieder ein Stärke-Elixier umsonst und Helden-EP. Helden-EP ist am Anfang eh sehr wichtig. Dafür gebe ich nämlich derzeit meine ganzen Münzen aus, die ich so bekomme. So, ihr könnt euch auch einen Dietrich holen, aber wofür das alles noch ist, wissen wir noch nicht. So, durch Fortnite bekommen wir aber auch in Battlebreakers hier den Skin, nämlich die Rettungstrupperin Ramirez. 5-Sterne-Skin. Ihr seht ja, sonst habe ich hier im Team, ja, den habe ich auch noch bekommen. Lass mich mal gerade überlegen. Ich glaube, das ist irgendein Ei oder sowas. Und die hier ist auch 5 Sterne. Also ein bisschen positiv bin ich eigentlich überrascht, was ich alles so bekomme. So, dann gehen wir mal rein. Hier war nichts mehr. Ausbauen können wir auch nichts. Ihr seht ja schon, Hauptquartier ist Level 4, Level 2, Level 4. Dann auch, warte mal, was kann man eigentlich hier nochmal machen? Marktplatz. Da kann man halt, wie gesagt, die ganzen Dinge eintauschen, aber das haben wir ja eben schon gemacht. Jetzt gehen wir mal direkt ins Spiel rein. Warte mal, hier ist noch was verfügbar. Ah, ein Scan habe ich ja heute bekommen. Und jetzt kann ich mir hier von denen einen aussuchen. Wen nehmen wir denn? Ja, Magier. Ich sage mal, wir bekommen so viele Skins. Ich vermute auch, dass so ein paar Skins werden rüberkommen zu Fortnite. Auch ins normale Spiel, nicht nur in Rette die Welt, sondern ich glaube halt echt auch ins normale Spiel rein. So, deshalb ich empfehle es euch einfach, spielt das Spiel zwischendurch. Es wird auch nicht teuer werden oder sonst irgendwas, ist komplett kostenlos. Von daher könnt ihr da eigentlich nichts falsch machen. So, hier kann ich nichts mehr machen, maximale Stufe. Dann würde ich sagen, ich gehe nämlich zum Beispiel immer, ich gucke nicht, wo hier irgendwas ist, ich gehe immer nur auf Spielen. Hier ist zum Beispiel Level 21. Hier steht jetzt Gefahr. Heißt, dass es ein bisschen schwerer ist. Und ihr seht, wir haben einen Freund dabei. Sieht man hier, wen ich dabei habe? Ne, von wem der ist, sieht man nicht, oder? Ne. So, dann auf Kampf. Und jetzt pass auf. Ich habe nämlich vorher immer einen Fehler gemacht. Warte, dann immer einen verlassen. Blablabla. Ja, wir müssen die Felder ja zertrümmern, um an Gold zu kommen und wertvolle Gegenstände. So habe ich das Spiel am Anfang immer gespielt. So, hab ich das Ei gesammelt. So, jetzt passt auf. Es geht auch so. Nämlich hier unten einfach auf automatisch. Ich weiß, es wird öfters erklärt, aber ich habe es nie gelesen. Und ich mache jetzt nichts. Ich gucke eigentlich quasi jetzt genauso zu wie ihr. Alles passiert automatisch. Rein theoretisch kann man das auch machen, wenn das Spiel läuft. Also wenn du in Fortnite drin bist, wie ein, zwei Runden, so wie euer Akku das mitmacht. Und so könnt ihr auch leveln. Also ihr müsst da nicht stundenlang dran sitzen, hab ich nämlich am Anfang. Boah, das dauert ja ewig, ey.
Aber jetzt einfach automatisch, Handy beiseite gelegt, einfach warten, bis alles rum ist. Man muss halt nur zwischendurch mal rumgucken wegen dem Level und so. Ich guck mal gerade, dass es hier nicht zu laut ist, aber müsste eigentlich noch passen. Ich müsste eigentlich lauter sein. Aber wie gesagt, warte, wo ist meine Maus? Hier, ich mache immer noch nichts. Guck mal, wie schnell alles geht. Also, es gibt bestimmt einige da draußen, die das auch nicht gesehen haben, beziehungsweise nicht gelesen haben. Und auch die Dialoge, ich muss nichts drücken. Ich setze mich einfach zurück und guck zu. Bin halt echt mal gespannt, ob da nicht doch noch eventuell was kommt. Ah, wie ihr den Superkeuter einsetzt, zeige ich euch gleich auch noch. Habe ich nämlich selber gerade eben erst gefunden. Aber wundert euch nicht, es ist nicht immer so leicht. Also zwischendurch muss man schon mal aufleveln und die Gruppe automatisieren lassen, sage ich jetzt mal, dass man immer wieder andere dabei hat. So, das Einzige, was man hier noch machen kann, ist, wenn man zum Beispiel sieht, ah, wir haben zu wenig Mana oder so, hier unten links, also einmal Lebensanzeige und Mana kann man auffüllen. Aber noch, die sind zu stark. Aber ich will halt immer erst, so wie der mich leitet, weitermachen. Die Erfahrungspunkte will ich mir jetzt schon immer mitnehmen. Und ihr seht ja, wie schnell das geht. In Anführungszeichen. Aber wenn ihr manuell drücken würdet, überlegt mal, wie lange ihr da braucht. Ihr könnt es ja mal gerade ausmachen. So, jetzt ist das Ganze aus. Jetzt einmal da klicken. Da wieder zurück. Also das ist jetzt der Unterschied. Die muss einfalten. Zack. Dann holen wir das noch mit. Kann ich das nicht mehr? Ach ne, ich bin ja voll. So. Ich zeige euch nur jetzt gerade mal den Unterschied. Hat er doch wieder automatisch gemacht. Bla bla bla. Ja. So. Ihr müsst halt schon irgendwann, ihr seht ja, ich bin, guck mal, jetzt zum Beispiel könnte ich hier die Leben mixen. Machen wir auch direkt. So. Stärkestein, damit wir mehr Kraft haben. So, jetzt lassen wir das Ganze mal wieder automatisch laufen. Weil wie gesagt, ihr müsst dann so viel Klicks machen oder halt auf dem Tablet rumtappern. Diese Idioten. Aber ihr müsst es halt nicht. Ihr müsst eigentlich nur aufpassen, dass euer Lebensanzeige nicht zu weit runter geht. Zum Beispiel hier oben links mein erster. Der hat meiner Meinung nach jetzt zu wenig Leben. Deshalb habe ich mal gerade wieder Leben dabei gegeben. Und sonst könnt ihr eigentlich euch wirklich zurücklegen. Jeder scheint ein bisschen schwerer zu sein. Von wegen einfach. Aber müsste eigentlich passen. Bis jetzt habe ich nur, wenn ich mein Level zu niedrig hatte, da wurde es dann wirklich eng. Da war es dann auch, wenn die sich selber heilen, hier kriegt er gleich einen Schaden. Ich weiß gar nicht, ob der sich selber heilen kann, doch er heilt sich auch, aber deutlich zu wenig. Aber ich hatte meinen Kampf, da habe ich wirklich abgebrochen, weil er ging 25 Minuten lang. Ich habe einfach so wenig Schaden gemacht, dass ich ihn einfach nicht besiegen konnte. Und ihr seht, ich habe nichts gemacht. So, hier bekommen wir die ganzen Belohnungen. Da, zack, Level 24. Der Freund hat mir noch schön geholfen. So, Levelaufstieg. Da gucke ich immer, da habe ich erstmal auf Lebenspunkte und Angriff gemacht. Und jetzt wollte ich dann halt schon mehr auf Verteidigung gehen. Oh, wir kriegen sogar zwei. Babam. Ja, eigentlich immer Leben. Man sagt immer Leben. So. Dann gucken wir mal gerade die Events, weil hier sind in Events ist auch viel los. Gerade mal gucken, was hier ist. Halle des Goldes. Ah, da waren die Schlüssel, die man sich holen kann. Warte, das hier müsste aber schnell gehen. Das war ein sehr niedriges Level. Und wie gesagt, ich befürchte echt, dass in Fortnite noch mehr kommt. Nicht nur der eine Skin. Also ist es eigentlich so simpel. Und wie gesagt, man kann sich das Ganze noch mal angucken. Weil ein Lebensdings haben wir jetzt schon.
Ich gucke auch immer, dass ich da unten mehr Leben habe als Mana, weil Mana-Probleme hat man eigentlich selten, nur das Leben. Weil wenn du tot bist, bringt dir auch das Mana nichts. So, zack. Das war's schon damit. Wieder 20 Diamanten. Hol natürlich gern mit. Noch EP. Was war das hier nochmal? Material wird primär zur Entwicklung und Beförderung von Helden verwendet. Ah, okay. So, das war der erste Dietrich. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Level 24, das könnte schon jetzt schwieriger werden. Ne, da brauche ich jetzt gar nicht hingehen. Da gehen wir wieder zurück. Wo waren wir denn jetzt? Hä? Beim zweiten? Ja. Dann habe ich überhaupt so viel Schlüssel? Ich sag mal, man sammelt aber auch so viel ein. Also nochmal. Wie gesagt, ich empfehle es euch einfach, lasst es mal zwischendurch laufen. Guckt auf jeden Fall, dass ihr Level 20 werdet, dass ihr den Skin halt bekommt, die Rette die Welt. Weil der lohnt sich halt schon auf jeden Fall. Weil für umsonst, man weiß ja immer, wie die Entwickler sind. Dann wird auf einmal der, den man umsonst mal bekommen hatte, wird auf einmal das Stärkste sein. Ich hoffe, dass ihr euch später ärgert, weil inzwischen habe ich schon mitbekommen, einige Spiele aus Rette die Welt. Vielleicht auch ein wenig wegen mir. Weil man bekommt halt einfach so viel V-Bucks und hier will ich mir halt einfach nichts entgehen lassen. Nicht, dass auf einmal kommt, oh, ich spiele bis Level 40. So. Ah, das wird schon schwierig, ne? Eine Rauchbombe. Hm. Brauchte ich überhaupt nicht. Aber wir sind schon in der dritten Runde. Ah, mein Koi kommt mit. Perfekt. Das ist ja der Boss. Auch Bombe gezündet, also er sieht uns nicht. Das sollte eigentlich passen. Ah, der heilt sich schon nicht. Ja, wie gesagt, so ein Bosskampf hat man nur 20 Minuten gedauert, weil ich einfach zu schwach war. Heilen wir uns doch mal. Aber doch zu viel Schaden, wie der gerade rausgehauen hat. Das müsste jetzt eigentlich passen. Und fertig. Ihr seht ja, ich muss nichts machen. Ich rede quasi mit euch und gucke mir das Ganze nur an. So, dann gehen wir mal gerade zurück. Ihr seht schon, 115.000 haben wir schon wieder da oben. Also auch an der Währung gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. So, wo war das jetzt nochmal? Hier. Besuchen und hier kriegen wir halt schon wieder Helden-EP. Aber es gibt auch Dietrich. Ach, ich habe noch 15 Stück, deshalb. Ich glaube, die sammle ich auch erstmal, bis ich wieder irgendwas wirklich brauche. Und wie gesagt, bis jetzt habe ich noch nichts aufgelevelt, großartig oder so. Oder mir irgendwas gekauft. Aber es ist natürlich wie immer, man kann sich immer was kaufen. Auch hier gibt es einen Battle Pass. Ist klar, hat natürlich bestimmte Belohnungen. Dann, was haben wir noch? Dann wollte ich, ach, wegen dem Begleiter. Warte, da muss ich nämlich gerade euch noch was zeigen. Das habe ich nämlich eben gefunden. Automatisch Begleiter rufen. Das würde ich auf jeden Fall mit anmachen. Weil man vergisst einfach den Begleiter, den man hat. Und hier Spielgeschwindigkeit, Hase und nicht Schildkröte. Damit es einfach schneller geht. So, ich denke mal, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, bei Level 20 bekommt ihr den Skin für Fortnite. Tragt nur halt bitte meinen Creator-Code ein, würde mich halt supporten. Für mich gibt es ein bisschen was extra. Wie gesagt, ich darf nicht drüber reden, aber ich bekomme was. Das muss ich ja jetzt sagen. Und ich denke mal, da kommt noch mehr. Also ich würde echt, wenn ihr Fortnite spielt und die Runde gerade neu anfängt, drückt einfach einmal auf automatisch spielen und fertig ist. Eigentlich dürfte da nicht viel passieren. So, dann würde ich sagen, war's das auch. Und in dem Sinne, reingehauen und vielleicht bis gleich im Stream. Haut rein.